Einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen hier im Kino des DFF, des Deutschen Filminstituts und Filmmuseums. Trotz des guten Wetters haben Sie eine gute Entscheidung getroffen. eigentlich wie so oft hier in diesem Haus. Aber diese Reihe, was tut sich im deutschen Film? Sie kennen sie wahrscheinlich. Da wählen wir jeden Monat ein aus unserer Sicht herausragendes aktuelles deutsches Kinowerk aus. Und das ist auch diesmal so. Und danach gibt es wie immer auch ein Gespräch, denn die Reihe ist ja in Kooperation mit Deutschlands führender Fachzeitschrift zum Thema Film, also EPD Film, die in Frankfurt auch hier sitzen. Sabine Horst, die Chefredakteurin, ist hier und Ulrich Sonnenschein, den Sie auch vom HR, von HR2 kennen, der wird nachher das Gespräch führen. Genau, den Film, den wir heute sehen, der hat jetzt vor einem Monat oder sogar ein bisschen länger jetzt schon, ich weiß gar nicht mehr, Kinostart gehabt und eigentlich letztes Jahr dann schon auf dem Festival seine Premiere gefeiert, beim Filmfest München. Und dort auch gleich mit dem Fibreschi-Preis der internationalen Filmkritik ausgezeichnet worden. Auch das ist ja eine große Ehre, besonders für einen deutschen Film. Das ist ein Film, den man auf der Leinwand sehen muss, kann man gar nicht anders sagen. Sie werden die Bilder gleich lieben und das, was er uns damit erzählt, ist ganz großartig. Ich kenne ihn auch schon eine Weile. Wir haben auch schon mit seinen früheren Filmen Dinge getan. 5 Dinge, die ich nicht verstehe, war ein Film, der auch lief bei quasi im Rahmen des neuen deutschen Heimatfilms zu verorten. Wie vielleicht, da können wir nachher drüber reden, viele seiner Filme sich da so ein bisschen in dieser Tradition verstehen. Es lief auf vielen Festivals und Off-Season ein Film von ihm, der hat unter anderem den Michael-Ballhaus-Preis bekommen. Also jetzt begrüßen Sie Henning Beckhoff bei uns in Frankfurt. Mit einem Applaus. Schön, dass du da bist. Ja, hallo. Auch von mir schön, dass ihr gekommen seid. Ist ja wirklich sehr, sehr schönes Wetter draußen. Aber der Film wurde auch im Sommer gedreht. Vielleicht verlängert er jetzt diesen Sommertag noch ein bisschen. Hat ja fast was Western-ähnliches, die Landschaft, die ihr gleich sehen werdet. Genau, da reden wir dann nachher, beziehungsweise Uli mit dir nachher drüber. Ich habe gerade schon mal gesagt, Kinostart war jetzt vor einem Jahr Festival. Du hast das natürlich auch intensiv mit aufgesaugt. Warst du auf Kinotour und was hast du erlebt? Ich war auf Kinotour, ungefähr 2 Wochen lang war ich unterwegs und habe den Film ganz unterschiedlichen Leuten gezeigt. Für mich war natürlich besonders toll, wenn ich mit Menschen ins Gespräch gekommen bin, die vielleicht selbst auch von dem Thema, also Strukturwandel, betroffen waren, also die Gespräche mit ArbeiterInnen, die vielleicht selbst mal in der Kohle gearbeitet haben. Und ansonsten werden wir bestimmt später auch noch über das Thema Veränderung sprechen, denn der Film setzt sich damit auseinander. Das war für uns ein wichtiger Startpunkt, dass wir eben gucken wollten, wie wir Menschen mit großen Veränderungen umgehen. Jetzt ist das heute ein Abend, der mit Filmkritik natürlich zusammenhängt. EPD Film habe ich erwähnt. Du hast mit Fossil den Preis der internationalen Filmkritik da beim Filmfest München gewonnen. Wie ist dein Verhältnis da und wie hast du diesen Preis empfunden? Hat das was bewirkt? Es war für mich auf jeden Fall ein sehr wichtiger Preis, weil ich, seit ich Filme mache, mich schon sehr darauf konzentriere, Filme zu machen, die persönlich sind, die eine eigene Sprache haben und die deswegen auch immer ein Stück weit ein Experiment sind. Und bei jedem Experiment kann natürlich auch viel schief gehen. Und wenn man Filme trotzdem finanzieren lassen muss, gibt es natürlich einen enormen Druck. Und insofern war dieser Preis sehr wichtig für mich, weil er einerseits auch der Redaktion, die diesen Film betreut hat, gezeigt hat, dass das gesehen wird, dass die Arbeit gesehen wird. Und andererseits auch, weil er mir persönlich gezeigt hat, dass das vielleicht ein Weg ist, den man so weitergehen sollte. Also, dass man versucht, eigene Bilder zu finden, einer eigenen Sprache nachzugehen. Also, dass man fürs Kino erzählt, weil man sich auf die Suche macht. Das Kino hast du erzählt, da wollen wir jetzt gar nicht viel mehr vorwegnehmen. Wir schauen uns das jetzt an und nachher bist du natürlich wieder da fürs Gespräch. Großen Applaus. Henning Beckhoff und Film ab für Fossil. Bis nachher. Ja, bitte Applaus nochmal. Henning Beckhoff ist hier, der Regisseur von Fossil. Komm zu uns nach vorne. Und ja, nimm gerne Platz und Ulrich Sonnenschein wird das Gespräch führen. Und vielleicht vorweg, die beiden werden wie immer zuerst mal unter sich sprechen, sich ein bisschen eingrooven und dann gibt es auch für Sie natürlich Gelegenheit, noch Fragen zu stellen. Aber jetzt, Uli, hast du das Wort. Ja, vielen Dank, Urs. Schönen guten Abend von mir auch an Sie. Kleine, traute Runde, sie wird sich lohnen, hoffe ich.
Ich würde gerne anfangen mit dem Anfang, nämlich mit dem titelgebenden Fossil. Das findet sich ja in der Mitte des Films tatsächlich als uralter Stein wieder. Dabei bleibt es aber nicht, denn letztendlich schließt es dann auch Michael mit ein und die Kohle, die da fossil aus dem Boden geholt wird. Wie habt ihr diesen Titel destilliert? Das ist eigentlich oft nicht der Fall, aber hier war es so, dass wir den Titel eigentlich sehr früh schon hatten. Also das Drehbuch hat Bastian Köpf zusammen mit mir geschrieben. Und Fossil war für uns am Anfang noch ein Arbeitstitel und wurde dann in der Stoffentwicklung aber umso wichtiger, weil wir uns eben daran abgearbeitet haben und eben versucht haben, genau wie du es beschrieben hast, sowohl in der Hauptfigur als auch in der Landschaft, die wir beschreiben, uns damit auseinanderzusetzen, was überhaupt Fossil ist. Also was bezeichnen wir heute als Fossil? Ist es diese Landschaft, in der fossile Energien abgebaut werden? Oder was sind Dinge, die eigentlich irgendwann so vergehen, die nicht mehr in die Zeit gehören? Und so haben wir dann auch zu dieser Hauptfigur Michael gefunden. Wenn man mal davon ausgeht, dass alle Begriffe irgendeine Wertigkeit mitbringen, dann ist Fossil ja eher ein positiv besetzter Begriff. Ja, das würde ich dir recht geben und ich finde auch, dass das einen Gedanken weiterverfolgt, der mir ganz wichtig war. Also ich wusste natürlich, dass wir mit Fossil einen Film machen, der sich sozusagen auf die andere Seite stellt, der von einem Mann erzählt, der für die Kohle ist und der damit eigentlich ganz konträr zur Gesellschaft steht, die ja vor allem möchte, dass der Kohleabbau gestoppt wird. Und mir war es aber wichtig, ein liebevolles Porträt auf diesen Mann zu erzählen und ein Stück weit mich hineinzuversetzen in eine Figur, mit der ich selbst sonst auch wenig zu tun habe. Und dementsprechend finde ich eigentlich, was du sagst, ganz gut. Es ist eigentlich ein liebevoll gewählter Begriff. Ich bin mir nicht ganz so sicher, dass du recht hast, dass der Großteil der Gesellschaft den Ausstieg aus den fossilen Energien befürwortet, gerade zu Zeiten, wo man nicht von Gas abhängig sein will. Aber das ist vielleicht ein bisschen ein anderes Thema. Sorry, Ausstieg aus dem Ausstieg, das ist der Slogan, der sozusagen von denen, die es betreiben, skandiert wird. Und du hast es gerade gesagt, du wolltest einen liebevollen Blick, aber es ist auch so ein bisschen eine schicksalhafte Darstellung. Also das, was da passiert, passiert in erster Linie denen, die für diesen fossilen Abbau eingetreten sind. Das ist natürlich eine Frage der Positionierung. Also klar, du positionierst dich auf der Seite eher derjenigen, die in dem Camp sitzen. Aber wie kommst du dieser Familie nahe und wie kommst du diesen Kohlearbeitern nahe? Also am Anfang für die Stoffentwicklung haben wir uns viel mit den Arbeitern und Arbeiterinnen aus dem Tagebau auseinandergesetzt. Ursprünglich vor allem in NRW, wo ich selbst aufgewachsen bin. Ich habe über meine Cousine, die selbst bei RWE arbeitet, auch einen Zugang gehabt und konnte mit vielen Arbeitern sprechen. Das heißt, darüber war erstmal ein wichtiger Zugang, um sich überhaupt mit diesen Menschen, die dort auch wirklich arbeiten, zu beschäftigen. Und in dem Film haben deshalb auch immer wieder Dialoge Einfluss gefunden, die wir aus Gesprächen mitgenommen haben. Also ich glaube, das war sicher ein wichtiger Faktor. Und die andere Seite, die Seite in dem Camp? Du sagst es schon selbst. Also zum Teil ist es eine Seite, der ich selbst vielleicht auch näher bin. Und zum anderen haben wir auch dort recherchiert. Also waren wir auch mit Aktivistinnen und Aktivisten im Gespräch. Und das ist was glaube ich, von der Filme machen, von dem ich herkomme, wo ich sonst auch oft mit Laien gearbeitet habe oder bevor ich an eine Geschichte herangegangen bin, oft erstmal recherchiert habe, sowieso so, dass es wichtig ist, dass bevor man sozusagen einen Film dreht, man versucht, sich da erstmal heranzutasten, selbst auf die Suche zu gehen, zu recherchieren, Leute zu kennenzulernen und dann im zweiten Schritt aber einen wichtigen Schritt zu machen, nämlich eine Fiktion zu erschaffen, eine eigene Welt, die da entsteht. Also der Film tut ja beides. Er erzählt einerseits unterschiedliche Positionen und andererseits schafft er auch eine eigene Welt. Ja, man weiß, dass du aus der Gegend kommst. Ennepetal, Aachen, das ist nicht so weit. Der Braunkohletagebau ist da sehr massiv. Dann liest man im Abspann, gedreht wurde in Brandenburg. Warum hast du diese Distanz geschaffen?
Zum einen ist es so, dass der Film in NRW und in Brandenburg gefördert worden ist. Das heißt, wir waren rein strukturell auch einfach dazu verpflichtet, in beiden Regionen zu drehen. Zum anderen war es eben auch so, ich wollte gar nicht einen Film machen, der jetzt zeigt, wie die Menschen mit dem Strukturwandel in NRW oder in der Lausitz umgehen, sondern ich wollte einen Film machen, der generell sich damit auseinandersetzt, wie Menschen mit großen Veränderungen umgehen. Das natürlich schon spezifisch auf das Thema Kohle gesehen. Aber deswegen haben wir uns auch in der Inszenierung dafür entschieden, im Kostümbild, in der Musik, in der Kameraarbeit, möglichst universelle Bilder zu finden und eigene Kostüme zum Beispiel zu entwickeln. Der Film hätte wesentlich dokumentarischer auch aussehen können, wenn wir zum Beispiel mit den klassischen Warnschutzjacken gearbeitet hätten, die die Arbeiter in so einem Tagebau normalerweise tragen. Aber genau, uns war, glaube ich, das Universelle wichtig und dass der Film vielleicht auch in 10, 15, 20 Jahren, wenn man sich weniger mit dem Strukturwandel beschäftigt, dass der auch dann noch gut zu gucken ist und uns vielleicht andere Sachen erzählt als jetzt. Wenn man das vergleicht mit Andreas Dresens Gundermann, dann ist das, was da vom Braunkohletagebau gezeigt wird, wesentlich massiver. Allein schon der riesengroße Schaufelbagger ist eine extrem massive auch Figur in Dresens Film. Bei dir ist das alles so ein bisschen untertourig, langsamer, betulicher auch ein bisschen. Auf jeden Fall. Also der Zustand, der in Fossil beschrieben wird, ist ja einer, in dem sowieso in dem Werk eigentlich kaum noch richtiger Betrieb herrscht. Wir wollten also von einer Welt erzählen, in der eigentlich es die letzten Tage sind, in denen dieser Mann dort überhaupt noch arbeitet. Deswegen wollten wir diese Sprödigkeit, diese Langsamkeit, das fast Western-ähnliche eigentlich auch im Stil aufnehmen und diese Welt zu erzählen. Und für mich und die Kamerafrau Sabine Panossian waren die ersten Besuche im Tagebau, in dem wir gedreht haben, total wichtig, weil wir eben da auch gemerkt haben, dass diese Landschaft sich so gut dafür eignet, fast schon an Western-Genre anzuknüpfen und diese Landschaften so langsam zu erzählen. Und dass auch die Maschinen selbst, die sich eben so langsam bewegen und die diese langsamen Schwenks machen, der Bagger, den wir in dem Film sehen zum Beispiel, bewegt sich so ganz langsam um 360 Grad. Und diese Bewegungen sind dann eigentlich prägend für den späteren Film auch geworden. Der nimmt diese Langsamkeit mit auf, versucht damit ein Stück weit auch Zeit spürbar zu machen. Und genauso so sind auch diese vielen langen Schwenks zustande gekommen. Es gibt ja zum Teil 360-Grad-Kameraschwenks, wie bei der Trauerfeier, wo wir ein Stück weit versuchen, diese Maschine zum Leben zu erwecken. Das ist ein ganz schönes Bild, der versucht, die Maschine zum Leben zu erwecken, weil ansonsten verzichtest du ja ganz stark auf organische Formen. Also der Garten ist sozusagen geometrisiert, der Rasen ist quasi eine Fläche. Es gibt nichts wirklich Organisches, außer in der virtuellen Welt, die natürlich am Schluss sozusagen in der Übergang in die Fantasie mit der realen überblendet wird. Also dieses Organische, das hast du quasi absichtsvoll vermieden, bis in die Musik hinein. Genau. Also ich liebe einfach Filme, in denen man wirklich in eigene Welten entführt wird, in denen man mit allen Mitteln, die der Film bietet, versucht, eine Geschichte zu stützen. Ich glaube, was hier auch wichtig ist, Fossil ist mit einem Team aus Freunden entstanden, die ich alle aus der Filmhochschule noch kenne, die auch meine letzten Filme Offseason und Fünf Dinge, die ich nicht verstehe, begleitet haben und dementsprechend früh sind eigentlich alle Gewerke an der Entstehung des Films beteiligt und helfen mir dabei, eine gewisse Stilisierung zu finden. Das liegt daran, dass mich über das rein thematische Interesse an einer Geschichte hinaus die Stilisierung einfach sehr interessiert. Ich finde das toll, wenn man in Bildern suchen kann, wenn man vielleicht auch in Welten, die man vielleicht kennt, trotzdem was Neues entdecken kann oder wenn Bilder oder Orte mal anders fotografiert werden. Und es gibt Filme wie Gundermann, die ich natürlich auch gesehen hatte und uns war es aber wichtig, eigene Bilder zu finden von diesen Landschaften. Ja, und so ein bisschen vielleicht auch, dass die Bleischwere, die die Protagonisten ertragen müssen, sich direkt überträgt, über die Bilder, über die Musik, auch über den Schnitt auf den Zuschauer. Ja, die Bleischwere und die Gefangenheit, andererseits aber auch damit einhergehend ein Humor, der uns auch wichtig war. Es gibt ja in Fossil auch immer wieder Momente, die
wie mit der Ananas, die versuchen irgendwie auch eine Leichtigkeit mit in den Film hier reinzubringen. Und auch gerade durch diese Stilisierung, durch diese ganz eigenen Kostüme, durch die Musik, durch die langsamen Bewegungen, durch ein Aushalten von Zeit, dann eine Situationskomik erzeugen, die bei einer schnelleren Inszenierung oder bei einer Schuss-Gegenschuss-Inszenierung vielleicht verloren gegangen wäre. Komik ist ein Punkt, tatsächlich auch der Tanz, Michaels Tanz zu dieser sehr stumpfen Technomusik. Über Tanz kriegt man leicht so eine Situationskomik hin, hier allerdings wirkt es fast wie ein Totentanz. Ja, ich liebe ja Männer, die tanzen in Filmen. Es gibt auch von Valeska Griesebach in Sehnsucht diese unglaublich tolle Tanzszene, genau, die ich immer irgendwie im Kopf habe. Denn entsprechend hoch war die Messlatte auch für diese Tanzszene, die für mich, genau, du sagst Totentanz. Ich finde auch, sie hat was sehr Trauriges. Es ist wie so der Abgesang auf einen alten weißen Mann, der nicht mehr in die Zeit gehört, der von seinem jüngeren Kollegen auch sehr trauriger betrachtet wird. Und gerade darin berührt sie mich eben auch sehr. Du hast anfangs gesagt, ihr wolltet universell arbeiten. Es gibt natürlich ganz starke Bilder vom Camp im Hambacher Forst. Es gibt starke Bilder vom Kampf in Aachen um Aachen herum, um Dörfer, die verlassen und dann abgerissen wurden. Das hätte natürlich einen Film bereichern können, weil die Realität gibt dir solche Dinge, solche Bilder, die du nicht inszenieren kannst. Warum hast du davon Abstand genommen? Ich glaube, weil dann ganz schnell diese fiktive Welt, die wir da erschaffen hätten, zusammengefallen wäre und man ganz schnell sich in einem reinen Themenfilm zum Thema Strukturwandel wiedergefunden hätte und weil wir damit auch ein Stück weit genau das vermieden hätten, was der Film jetzt tut, nämlich eine eigene Erzählung zu schaffen. Die eigene Erzählung ist sozusagen die zweite Ebene des Konflikts. Also einmal hat man diesen Arbeitskampf, den Versuch, das zu erhalten, was eigentlich nicht mehr zu erhalten ist. Und dann geht der Riss natürlich durch die Familie. Also erstmal mit der Tochter und dann auch zwischen Miri und Michael, Miri sich irgendwie anfreundet mit der Zukunft. Erst über diese virtuelle Brille und dann am Ende über die Frau von nebenan. Das heißt, letztendlich schilderst du auch einen Familienkonflikt. Ja, wir hatten über den Titel hinaus, hatten Bastian Köpf und ich ganz früh eigentlich in der Stoffentwicklung uns eigentlich über unsere Väter ausgetauscht und eigentlich über diese Frage, wie sie eigentlich geworden sind, wer sie geworden sind und was wir an ihnen mögen, was wir an ihnen vielleicht auch nicht so sehr verstehen. Das heißt, Familie und vor allem diese Väterfigur war für uns beide eine sehr wichtige Figur. Und ich habe auch gemerkt, mit je mehr Freunden ich mich unterhalten habe, dass es da viele Gemeinsamkeiten gibt mit Männern in diesem Alter, dass es irgendwie viele Dinge gibt, die wir genauer uns anschauen wollten. Und dieser Generationskonflikt ist so auch in die Geschichte mit aufgenommen worden. Also gerade dieses, dass man einerseits sich viel ähnlicher ist, als man oft denkt in der Familie und andererseits sich auch genau dafür so stark kritisiert. Die Lebensleistung von Michael, die er am Ende zusammenfasst, ist unglaublich, dass die Menschheit es schafft, so ein großes Loch zu buddeln. Das ist dann schon sehr tragisch. Ja, auch das ist ein Satz, den wir so gehört haben, während wir in einem Tagebau waren und von einem Arbeiter die Maschine gezeigt bekommen haben. Und genau, für mich war das damals ein sehr wichtiger Satz, weil er irgendwie einerseits mir die Tragik bewusst gemacht hat, dass dieser Mann das sagt, andererseits aber auch ein großes Verständnis bei mir dafür erzeugt hat, dass wenn man jahrelang eine Sache macht und viel Zeit da verbringt, dass man sie dann auch irgendwann anfängt, immer schöner zu finden und begeistert davon zu sein. Und dass wir Menschen, je länger wir Dinge tun, desto überzeugter auch oft davon sind. Und das ist ja auch ein Prinzip, was das Kino oft hat und kann, dass je länger man eine Sache anschaut, desto schöner sie irgendwo wird. Und genau, ich fand das spannend, quasi gerade deshalb diesen Mann als Hauptfigur zu machen und sich das anzuschauen, weil es so widersprüchlich ist zu dem, was ich selbst vielleicht denken würde. Na, er ist ja auch eine Figur, die ähnlich wie ein Fossil eben sehr statisch ist und nicht irgendwelche Entwicklungen zulässt, aber in ihrer Statik sogar so introvertiert, dass er nicht mal merkt, dass sein guter Kollege, Freund sich nicht deswegen umbringt, weil seine Stelle gefährdet ist, sondern weil seine Ehe kaputt geht, dass er seine Tochter nicht versteht, der im Prinzip auch seine Frau nicht versteht.
Also im Prinzip so eine Monade, die tatsächlich einer vergangenen Zeit angehört. Ja, das frage ich mich. Also ich glaube, wenn man jetzt das Setting wegnehmen würde und man würde diesen Mann woanders erzählen, ich glaube, dass diese Charaktereigenschaften des Verdrängens und des mit sich selbst beschäftigt Seins eigentlich total universell sind. Und ich kann mir gut vorstellen, dass auch ich in 40 Jahren vielleicht ähnliche Probleme habe, wo ich was übersehe bei einem Freund oder wo ich bei meinem Kind irgendwie was nicht sehe, was ihm wichtig ist. Ich glaube, das ist leider was sehr Menschliches, dass es einfach sehr, sehr viel Arbeit ist, sich immer wieder mit der Welt auseinanderzusetzen und die eigene Perspektive zu hinterfragen. Und das Besondere bei Michael, bei der Hauptfigur vom Fossil, ist eher, dass er dazu gezwungen wird, das zu tun, weil nicht nur in der Familie große Veränderungen bevorstehen, sondern auch in seiner Arbeitswelt, weil so das gesamte Lebenswerk in Frage gestellt wird. Und in dem Sinne habe ich eigentlich, wenn ich mir diese Figur ansehe, bei allem, wobei sie mich vielleicht auch stört, auch einen großen Respekt eigentlich vor ihr, weil ich schon finde, was erwartet man von so einem Mann, wie er sich ändern soll? Das ist natürlich auch eine Erzählung, die wir oft aus Geschichten vielleicht gewöhnt sind, dass wir oder aus dem Kino oder aus dem Fernsehen, dass wir alle große Veränderungen durchmachen sollen, aber in der Realität ist es ja leider oft gar nicht so, dass wir diese Riesenveränderungen vollbringen, sondern die Erfolge sind eher ja die kleinen. Und dass dieser Mann dann am Ende da schwimmen geht, ist ja im Grunde genommen schon eine recht große Veränderung, auch wenn es natürlich kein realistisches Bild ist. Das ist tatsächlich die Frage, wie liest man dieses letzte Bild? Geht er durch den Nebel ins Jenseits oder geht er in die Fantasie seiner Frau oder geht er in den Tod? Also diese Bilder, wo Menschen ins Meer gehen, sind in der Regel Ankündigungen einer Selbsttötung. Das bleibt ja alles offen und das bleibt auch alles im Schwange. Ja, ich glaube, genau wie du sagst, hat da jeder eine andere Antwort drauf, obwohl ich von den vielen Screenings jetzt während der Kinotour und auch auf Festivals eher sagen würde, dass die meisten darin doch eine Veränderung sehen. Und so war es zumindest auch für mich und Bastian Köpf die Antwort auf die Frage, kann dieser Michael sich ändern? Wir haben schon, uns war es wichtig zu sagen, ja, er kann das, aber wir wollten eben keine ganz einfache Antwort darauf geben. Der gesamte Kampf, die gesamte Auseinandersetzung bleibt unglaublich friedlich. Da passiert eigentlich nicht viel. Da wird mal eine Frau am Boden festgehalten. Aber es gibt eigentlich keine große, böse Auseinandersetzung. Die einzige Form von Gewalt gegen Dinge ist die in Flammensetzung dieses Stromkastens durch Michael und seinen Kumpel. Warum wird er plötzlich so aktionistisch? Erstmal zu dem ersten, was dir aufgefallen ist. Ich finde es interessant, weil ich mich in der letzten Zeit auch öfter mit Krimi-ähnlichen Strukturen in Geschichten beschäftigt habe und richtig gemerkt habe, wie stark bei mir so eine Abneigung da ist, Dinge zu schreiben oder zu inszenieren, bei der es zu einer körperlichen Gewalt gegen Dinge oder Menschen geht, dass ich das einfach nicht möchte. Und das greift es total auf, dass bisher in meinen Filmen eigentlich eine Wut oder eine Aggression sich nie so veräußerlicht hat. Das heißt, das ist einfach, würde ich sagen, mein Geschmack oder die Art, wie ich vielleicht auf die Welt gucke oder wie ich auch Welten erzählen möchte, ist einfach eine, in der ich versuche, andere Lösungen dafür zu finden. In 5 Dinge, die ich nicht verstehe, zum Beispiel, richtet sich die Wut der Hauptfigur des Jungen auch eher nicht gegen Menschen oder Gegenstände. Das heißt, genau, das erstmal dazu. Und die andere Frage muss mir jetzt nochmal sagen, jetzt habe ich sie vergessen. Das war, glaube ich, im Prinzip die Frage, was mich die ganze Zeit noch beschäftigt hat, nicht während ich den Film gesehen habe, weil der Film lebt aus dieser Ruhe und aus dieser Gleichförmigkeit. Aber jetzt gerade noch mal am Ende, ich glaube, viele Filmemacher hätte es gereizt, diesen explodierenden Bagger zu zeigen und damit sozusagen in eine ganz andere Form von Aktionismus zu kommen. Das hast du, selbst wenn du es hättest filmen können, hättest du das vermieden, oder? Ja, es gibt so bestimmte Bilder, die hat man vielleicht schon lange, bevor das Drehbuch dann geschrieben wurde oder
bevor es auch durch irgendwelche Redaktionssitzungen gekommen ist. Und dass dieser Bagger nicht wirklich zu sehen ist, wenn er gesprengt wird, war zum Beispiel eins davon. Also dieser Gang, bei dem man diesen jungen Tony sieht, wie er an den Protagonisten des Films vorbeiläuft, wo man ihn begleitet und vielleicht auch Zeit hat, darüber nachzudenken, was aus ihm wird oder welche Rolle er in dieser Geschichte gespielt hat, die war mir total wichtig. Und ich glaube, dass dieser Bagger jetzt nicht explodiert oder dass auch der Michael jetzt nicht versucht, sich da am Bagger noch das Leben zu nehmen, das ist eine Frage des Geschmacks und vielleicht auch der filmischen Vorbilder, die man hat. Und bei mir ist zum Beispiel Kaurismäki einer von den Filmemachern, die ich irgendwie sehr wichtig fand, als ich angefangen habe, Filme zu machen. Und der hat es ja auch geschafft, zum Teil größte Konflikte mit viel Humor und Stilisierung zu erzählen. Und von daher war das eigentlich nie eine Frage. Als ich gelesen habe, dass du eigentlich von der Fotografie herkommst, hat das für mich sehr viel Sinn ergeben in diesem Film. Gibt es wahnsinnig große Tableaus, Bilder, die man in Museen finden könnte. Das heißt, dich interessiert tatsächlich das sprechende Bild und nicht die Handlung, die Aktion? Beides interessiert mich und es verschiebt sich auch immer mal wieder natürlich. Also und mit jedem Film findet diese Gewichtung auch neu statt, also welche Rolle die Geschichte spielt und welche Rolle die Bilder spielen. Aber ich entwickle gerade mit dem gleichen Drehbuchautor wieder eine neue Geschichte und am Anfang stehen tatsächlich die Bilder. Es stehen keine Figuren, es steht auch kein Plot, sondern es sind Bilder, die wir relativ lange erstmal sammeln und dann gucken, ob wir irgendwann genug haben, um daraus Figuren oder eine Geschichte zu filtrieren. Und es liegt, glaube ich, ganz einfach daran, dass mich die Frage stark interessiert, wie stark Landschaften unser Leben prägen. Ich merke das auch bei mir selber total, wie wichtig der Ort, an dem ich lebe, mir ist, wie wichtig es manchmal schon ist, an welchem Stuhl ich in welchem Café sitze, fast schon neurotisch. Und dementsprechend wichtig ist mir diese Frage auch in meinen Filmen. Also was für Orte zeige ich? Wo genau steht die Kamera? Was genau sehen wir? Und auch natürlich alles, was dazugehört, Szenenbild, Kostüm, alles, was wir im Bild sehen, wird genau gestaltet und besprochen. Und das ist der Grund, warum das Filmemachen auch so großen Spaß macht, weil man da ja für jeden Bereich quasi Expertinnen und Experten hat, die einem dabei helfen, das zu perfektionieren. Und hier Sabine Panossian, die hat hier die Kamera gemacht, die hat auch bei meinen letzten 3 Filmen die Kamera gemacht und für Offseason wurde sie auch mit dem Ballhauspreis ausgezeichnet. Also es ist eine Zusammenarbeit, die hat jetzt eine Geschichte und diese Suche nach speziellen Landschaften oder auch die Suche nach einem eigenen Blick, die ist ganz wichtig in der Zusammenarbeit. Das sieht man zumindest in den Filmen, die ich kenne, 5 Dinge, die ich nicht verstehe, und hier ist die Landschaft fast wichtiger als die Menschen, die sich in ihr bewegen. Dieser introvertierte Junge in 5 Dinge, die ich nicht verstehe, der quasi versucht, sich selbst zu verorten. Und das alles in einem Rahmen, den ich so ein bisschen als modernen Heimatfilm bezeichnen würde. Wie stehst du dazu? Ja, ich würde das jetzt nicht verneinen, weil auf jeden Fall die Frage nach Heimat eine große Rolle spielt oder nach Landschaften. Also wo fühlt man sich zu Hause? Und genau, es gibt ja von Edgar Reitz diesen Satz, Heimat ist die Sehnsucht nach einem Ort, den man mal erlebt hat, aber niemals wieder erreichen wird. Und der ist natürlich ein Satz, der mich irgendwie, seit ich ihn gehört habe, extrem begleitet, weil er auch so gut aufs Kino zu projizieren ist, wo wir ja auch irgendwie versuchen, uns zurückzuversetzen oder das Kino auch manchmal als Zeitmaschine benutzen, um uns hineinzuvernetzen in etwas, was vielleicht sein könnte. Aber es ist in jedem Fall ganz oft eine Suche nach etwas. Wir gehen ins Kino, weil wir auf der Suche sind nach Geschichten, nach Ablenkung, nach Zerstreuung, nach Identifikation. Und der Startpunkt mit jedem Film ist also ein Stück weit die Suche nach nach einem Ort, an dem man sich vielleicht mal zu Hause gefühlt hat. Und Heimatfilm würde ich vielleicht auch deswegen, kann ich mich vielleicht mit verknüpfen, weil die Geschichten, die ich bisher erzählt habe, oft ihren Ursprung auch zumindest in bestimmten Landschaften haben, die ich irgendwie gut kenne oder die mir bekannt vorkommen, ja. Es ist nicht nur eine Familiengeschichte, die du erzählst, sondern es ist auch eine Familienproduktion. Man kann es im Abspann sehen, du dankst deinem Vater, deine Mutter hat die Kinderbetreuung gemacht, der kleine Junge ist dein Sohn und so weiter. Wie hast du das zusammengesetzt, dieses Set und dieses Cast?
Ja, also ich glaube total an so ein persönliches Kino, an ein persönliches Erzählen, und deswegen findet jede Entwicklung irgendwie auch erstmal im Persönlichen an. Wichtig ist natürlich, dass diese Erzählung dann irgendwann sich weiterentwickelt. Ich möchte das Filmemachen ja nicht als was Therapeutisches begreifen, sondern ich suche immer nach einer Stilisierung. Mein Vater hat zum Beispiel nie im Tagebau gearbeitet. Dass jetzt in diesem Film so viel Familie mitspielt, hat unterschiedliche Gründe. Der wichtigste Grund ist natürlich, dass ich in dem Fall meinen Sohn für eine Rolle, für die es ja sowieso keine Schauspieler per se gibt, Kinder sind ja immer Laien, einfach am besten geeignet fand, weil für diese sehr, sehr langen Einstellungen, die wir gedreht haben, ist es sowieso schon schwierig, mit Kindern zu drehen, weil man muss die zum Teil oft wiederholen und es ist schwer, diese Konzentration so hoch zu halten. Das heißt, war für mich total toll, mit meinem Sohn jemanden zu haben, der extrem Lust hatte, seinen Vater bei der Arbeit zu begleiten und mal da reinschnuppern zu können, und der vor allem auch, und das haben wir natürlich vorher getestet, auch ein Talent hatte, diese Szenen zu füllen. Also der das geschafft hat, das sind ja zum Teil 2-3 Minuten lange Szenen, da drin zu bleiben und sich nicht ablenken zu lassen. Und genau, seine Mutter hat ja auch seine Mutter gespielt, und mit ihr habe ich jetzt auch schon den 4. Film zusammen gemacht, und weil ich sie einfach eine grandiose Schauspielerin halte, deswegen. Bei dem Rest würde ich sagen, ist es wie ja oft bei Filmen, man versucht dann mit Leuten wieder zusammenzuarbeiten, die man schon gut kennt. Und vor allem, wenn man stilisiertere Filme macht, ist es toll, weil man dann nicht mehr den Stil so sehr oder die Welt, die man erzählen will, erklären muss, sondern bestimmte Sachen sind den Menschen, die dann mitmachen, schon klar. Bei anderen, die dann neu dazugekommen sind, wie zum Beispiel auch der Markus Hering, war es für mich umso wichtiger dann zu gucken, okay, was bringen die mit, dass diese Figur glaubhaft ist. Denn ich habe in anderen Filmen auch mit Laien gearbeitet, wo der Background der Figur immer direkt authentisch und glaubhaft war. Und hier beim Markus Hering war zum Beispiel überzeugend, dass er vorher als Tischler gearbeitet hat. Das heißt, ich habe ihm diese Körperlichkeit einfach direkt abgenommen und finde, man sieht das auch, wie er sich bewegt und wie er diesen Mann verkörpert. Und glaubt man ihm, dass er wirklich jahrelang in so einem Beruf gearbeitet hat. Und er hat dann auch seine Familie mitgebracht ins Produktionsteam. Nee, das Produktionsteam war vorher da und dann ist Markus quasi dazu gekommen, genau. Aber dass ich auf Markus gekommen bin, ist tatsächlich eher übers Theater gewesen als über seinen Bruder. Der Bruder ist sozusagen der Produzent des Films. Just Hering. Und so ist es dann wirklich eine Familienproduktion geworden, wie du sagst, ja. Man kennt ihn so ein bisschen aus Nebenrollen, auch aus dem Fernsehen. Godehard Giese ist eher ein Potenzial für eine Hauptrolle. Du hast das umgedreht. Ist das ein bisschen Absicht zu sagen, okay, ich schiebe den Godehard Giese mal in die Chefposition, aber habe nur 7 Minuten mit ihm? Ja, mit Godehard war es eigentlich ähnlich wie mit Viktoria Schulz. Mit ihm hatte ich ja auch schon einen Film gemacht, Off-Season hatte ich davor mit ihm gemacht. Da hatte er die Hauptrolle gespielt und da war es jetzt einfach die große Lust, mit ihm wieder zusammenzuarbeiten, wenn auch für eine kleinere Rolle. Für den Michael, für die Hauptfigur, wäre er für mich schon allein wegen dem Altersunterschied gar nicht in Frage gekommen. Und generell finde ich es natürlich sowieso spannend. Wir sehen so oft ähnliche Schauspieler, Schauspielerinnen in Hauptrollen, in Filmen, egal ob im Kino oder im Fernsehen, dass ich, wenn möglich, schon versuche, auch Leute zu besetzen, die man so noch nicht gesehen hat. Und hier ist es ja beides. Sowohl dieses Alter ist eigentlich unterrepräsentiert, also man sieht eigentlich wenig Geschichten über Menschen über 60 und über deren Alltag, vor allem wenn es keine Heldengeschichten sind. Das ist ja jetzt nun wirklich keine Heldengeschichte von Michael. Und dann eben auch noch jemanden zu besetzen, der jetzt vielleicht nicht schon einen wahnsinnigen Ruhm hat. Das ist natürlich immer ein Risiko, weil du damit vielleicht weniger Zuschauer in den Film lockst. Aber ich finde, es liegt auch in der Verantwortung der Regie, sich das vielleicht zu trauen und auch gegenüber Redaktionen und Produzenten durchzusetzen. Man sieht ja deutlich, dass du ein Faible für dokumentarische Ansätze hast. Den Dokumentarfilm für den Spielfilm nutzbar zu machen, ist dir lieber als andersrum, oder? Ja, würde ich sagen. Ja, würde ich schon sagen. Auch einfach, weil die Reihenfolge so ist. Also am Anfang steht meistens das dokumentarische Arbeiten und sich einem Stoff annähern und auch in eine Welt hereingehen. Und genau, dann beginnt die Fiktion. Das Einzige, was ich nicht wiederfinde, ist die Arbeit am Theater. War das so ein Sidestep oder profitiert auch dein Filmemachen von der Theatererfahrung?
Ich glaube, die Bilder, zumindest bei Fossil, haben ja schon oft auch was recht Bühnenhaftes durch diese langen Einstellungen und dass man Menschen sieht, die in langen Takes so miteinander spielen müssen, dass kein Schnitt irgendetwas vertuschen könnte. Und von daher ist es dem vielleicht doch nah und zumindest diese Liebe, ich merke das ja auch am Set, ich finde das, ich vertraue dem total. Ich vertraue dem total, wenn ich zwei Menschen 3 Minuten lang zusehen kann, dann glaube ich, dass sich das auch auf die Zuschauer übertragen wird, ohne dass man 16, 17 Schnitte dazwischen setzen muss. Für mich liegt dein Film so ziemlich in der Mitte zwischen politischem Anspruch und dem Anspruch zu unterhalten. Also beides nicht vollständig. Was ist dir wichtiger? Ich glaube, ich könnte die Frage gar nicht so beantworten, weil ich in dem Sinne mich nicht als politischer Filmemacher sehen würde, der einen Stoff hernimmt, um eine politische Botschaft zu übermitteln. Ich glaube, es ist wirklich so, ich habe ein unglaubliches Interesse an Menschen, an ganz unterschiedlichen Menschen. Und ich bin zum Film gekommen, weil man da Zeit und Ruhe hat, darüber nachzudenken, wie und was man erzählen will. Und ich glaube, das steht immer im Fokus. Und wie sehr ein Film dann politisch wird oder wie sehr er unterhält, das finde ich auf dem Weg heraus. Und das liegt auch stark daran, was für ein Thema oder was für Figuren das sind. Das möchte ich eigentlich nicht so generell dem als Überschrift geben. Du hast gesagt, du hast schon ein neues Projekt. Möchtest du da noch ein bisschen was zu erzählen? Es gibt viele neue Projekte mit fast dem gleichen Team eigentlich. Aber der nächste Film wird auf jeden Fall auch eine sehr genaue Ortsbeschreibung werden. Er heißt Refugium und spielt in Wuppertal, Oberbarm, also auch in der Nähe von der Stadt, in der ich aufgewachsen bin, und begleitet eine 65-jährige Kommunalpolitikerin, die bedroht wird. Also es gibt ein Thema, wo man schon sagen könnte, okay, das ist irgendwie auch relevant, und trotzdem ist die Machart, die Umsetzung und die Art und Weise, wie wir diese Figur fühlen, glaube ich, sehr, sehr eigen. Und das ist ein Projekt, was von Wim Wenders unterstützt wird und das Stipendium bekommen hat und was wir hoffentlich Anfang nächsten Jahres drehen werden. Klingt auf jeden Fall spannend. Für mich war es das an dieser Stelle. Da ist direkt die erste Frage. Ich komme mit dem Mikro zu Ihnen, weil wir zeichnen das natürlich auf. Wie immer können Sie auch alle Gespräche auf wastutsichimdeutschenfilm.de nachhören. Aber bitte. Ja, vielen Dank für den Film. Den Filmtitel Fossil könnte man ja auf den Ammoniten beziehen, auf den Tagebau als solchen, der heutzutage aus der Zeit gefallen ist, aber auch auf den Protagonisten vielleicht. Ich finde, Sie haben den sehr liebevoll gezeichnet. Dieser Mensch ist sehr selbstbezüglich, eigentlich sehr borniert, eigentlich ist er auch kommunikationsunfähig, das heißt, er sondert immer nur ab und er ist gefangen in seiner Hoffnungslosigkeit, einer ausweglosen Situation. Aber er ist liebevoll gezeichnet und es ist eine Familiengeschichte damit verbunden. Und das führt mich zu einer Fernsehfigur aus den 70er Jahren. Ich weiß nicht, ob der möglicherweise unbewusst für Sie ein Vorbild war. Das ist das Ekel Alfred. Ich habe das schon gehört in verschiedenen Vorführungen, aber tatsächlich habe ich mich mit Ekel Alfred wenig beschäftigt. Also es war jetzt kein Vorbild für mich. Also ich würde mich dem Lob anschließen. Ich bin befangen, weil ich hatte einen Großvater, der, nachdem er 30 Jahre unter Tage im Salzbergbau gearbeitet hat, Anfang der 90er seine Fabrik noch demontieren durfte und dann in Pension gegangen ist. Also deswegen habe ich per se eine Identifikation mit so einem Fossil, weiß, was Transformation bedeutet. Arbeit ist ein ganz großer Teil von unserer Identität. Und wenn man die Identität dann verschrotten muss, dann macht das was mit einem. Und ich fand das aber schön, wie sie diese Männerwelt nicht mit so einer toxischen Männlichkeit, weil die gibt es da mitunter auch, gezeigt haben, sondern genau dieses Liebevolle, dieses, eigentlich ist er ja so ein Familientier, und ich finde es fast schon trollig, wie er da an dieses Camp fährt und mit dem Firmenauto auch. Also es gibt so ganz viele wunderbare Widersprüche. Und er ist für mich wie so ein Anti-Held, weil wer richtet den größeren Schaden an, die da irgendwie 5 Baumhäuser bauen oder der die komplette Elektrizität für Tage außer, also er wendet ja eine höhere Gewalt an, vielleicht wenn man die Maßstäbe vergleichen würde. Ich finde das interessant
Und in Veränderung gibt es ja auch immer, Psychologen nennen das Reaktanz, also Widerständigkeit gegen Veränderung. Und er ist halt so das Symptom für, ich will das nicht verändern, obwohl alle Welt weiß, mit gesundem Menschenverstand ist totaler Schrott, was du machst. Aber das zeigt auch diese, also ich finde ihn unglaublich liebevoll schön in dieser Widersprüchlichkeit gezeichnet und auch diese Hilflosigkeit, was es mit einem macht, wenn man die Dinge hinter sich lassen muss. Also ich liebe Ihren Film. Ja, vielen, vielen Dank. Das freut mich. Ich glaube, dass dieser Blick auf so Männerfiguren, dass der auch total wichtig ist, weil ich auch glaube, dass je mehr Geschichten wir haben, wo das geschafft wird, dass nicht nur Männerfiguren, sondern generell Figuren in ihrer Emotionalität gezeigt werden und einen vielleicht auch mal überraschen, wie dass dieser Mann tanzt oder auch wie dieser Mann in seiner Sexualität auch eine Verletzlichkeit zeigt, dass das super wichtig ist, weil es einfach unterrepräsentiert ist in Filmen. Ja, ich finde, dass alles, was gesagt worden ist, würde ich auch zustimmen. Mir selbst ging es so, dass ich hin und her geworfen bin, als ich dem Mann, also dem Protagonisten, zugeschaut habe. Er hat sich für mich ständig verändert. Er hat sich sehr stark verändert, anders als er das selbst wahrscheinlich für sich wahrgenommen hat. Ich habe ihn immer in anderen Facetten gesehen. Aber ich wollte auf ein ganz bestimmtes Bild eingehen in Ihrem Film, der mir auch sehr gut gefallen hat. Und Sie haben vom Western gesprochen und davon, wie wichtig Ihnen das fotografische Moment ist, also dass Sie vom Bild herkommen. Und da gibt es in Ihrem Film ein Bild, da steht diese Palme. Die Palme steht an dem weißen Häuschen. Und man sieht das weiße Häuschen, daneben die Palme, so angeschnitten. Und dann kommt ein ganz schmaler Spalt. Und da hinten sieht man also dieses Wasteland von dem Abbaugebiet. Ja? Und da dachte ich bin jetzt in einem Film über Afrika. Also es war so ein richtiger Flash. Mir hat es sehr gut gefallen. Ich war plötzlich in einer ganz anderen Landschaft, die hätte genauso aussehen können. Und dann in der nächsten Szene war noch die schwarze Frau im Bild. Und dann dachte ich das natürlich nochmal. Ich bin jetzt in einem Film über Afrika. Sie schauen so, als ob Sie mich jetzt gar nicht verstehen. Ja, weil glaube ich, jetzt nur dieser Afrika-Vergleich, glaube ich, in der Verallgemeinerung jetzt nicht der war, den wir so direkt machen wollten. Aber natürlich war die Idee, dass wir quasi diese Seenlandschaft, die da später entstehen wird in dem Tagebau, dass wir die schon erzählen in dem Tagebau, wie er noch ist, und dass wir Bilder finden und dass wir eine Stilisierung finden, die davon erzählt, was in Zukunft mal mit diesem Ort passieren wird. Das ist ja auch die Ananas. Also es gibt einige von diesen Symbolen, die es ja einfach in unserer Welt auch gibt. Wir haben Palmen, wir haben auch die Ananas, aber so wie sie hier im Film in Szene gesetzt werden, sind sie ein totaler Kommentar auf die Veränderungen und auf das, was passieren wird mit diesem Ort. Und gleichzeitig bringen sie natürlich, werfen sie einen in eine andere Welt, der einen auch manchmal vielleicht ein bisschen schmunzeln lässt, oder? Weil man plötzlich denkt, oh, wo bin ich denn hier gelandet? Dazu passt ja auch, dass du virtuelle Realität, ja auch noch die VR-Brille am Anfang und das am Schluss. Ich habe mich auch mal gefragt, interpretativ, das sieht auch aus, als wäre er in so einer VR-Welt drin. Ist das Absicht, da auch die Kleidung, die er hat und der Kopf so draufgesetzt? Ich hatte so das Gefühl, das ging auch so in so eine Richtung. Genau, also diese letzte Einstellung, da entkuppeln wir uns quasi von der Realität und da war es uns auch wichtig, dass wir ihn wirklich ein Stück weit wie in der VR-Welt eintauchen lassen. Also diese doch sehr beige Kleidung, in der er da herumläuft, genau. Ich muss noch mal kurz nerven. Meine Interpretation des Schlussbildes, und das ist dieses, Menschen haben Angst vor Veränderung. Und am Ende geht er in das Wasser, aber ich finde das versöhnlich, weil das Wasser trägt ihn. Und so wie am Ende die Veränderung gelingt sozusagen, weil die Veränderung ihn trägt. Also das, wovor er Angst hat, da schmeißt er sich in die Fluten. Und die Fluten tragen ihn, also die Veränderung trägt ihn. Und das, wenn man sich rund um Leipzig und so bewegt, da gibt es ja schon ganz viel sozusagen finalisierte Tagebauveränderungen. Und das ist total interessant, wenn man dorthin kommt, mit den Menschen spricht, die Angst vorher, jetzt sind irgendwie die allermeisten happy. Man muss nicht immer Angst vor Veränderungen haben, aber sie macht uns Angst und das ist irgendwie leider normal. Ja, Moment,
Sabine. So, wir haben ja die ganze Zeit über den Mann geredet, über Michael, aber ich finde ja die Frau ganz toll. Und ich finde das ganz klasse, wie die sich da immer beschäftigt in dem Haus und das alles irgendwie schöner macht. War das der Plan, also das so rauszustellen? Sie ist immer mit irgendwelchen Sachen beschäftigt. Sie malt was, sie streicht die Wände. Also sie kann sich irgendwie, sie ist bei sich und sie kann sich irgendwie einrichten mit diesem Leben. Und dann würde ich gerne mal wissen, wie ihr den Bungalow gecastet habt. Ich finde, der spielt nämlich auch eigentlich eine zentrale Rolle, wie die sich da so eingebunkert haben. Ja, genau, danke für die Frage. Denn die Entwicklung von Mary war insofern spannend, weil wir eine Riesenhilfe von der Schauspielerin bekommen haben, von Ruth Reinicke, die hier die Mary spielt und der das eben auch sehr wichtig war, dass diese Figur, die ja rein faktisch sehr oft an der Seite von Michael zu sehen ist, dass die nicht untergeht und dass die ein Eigenleben bekommt. Und mit ihr haben wir uns also viel darüber auseinandergesetzt, was dieses Haus eigentlich ist, ob es ein Gefängnis ist oder ob es ein Ort ist, den sie gestaltet, woher diese Unruhe kommt, mit der sie sich durch das Haus bewegt und wie sie sich eigentlich in diesem Leben dort eingerichtet hat und wie sie vielleicht auch mit den Veränderungen umgeht. Und so sind wir auch zu diesem Haus gekommen, weil wir ein Stück weit drei Elemente im Film haben wollten. Wir wollten den Tagebau haben, wir wollten den Wald haben und wir wollten das Haus haben. Also drei sehr unterschiedliche Elemente, in denen wir die Figuren sehen. Den Wald für die Tochter, das Haus für die Miri und den Tagebau für den Michael. Und alles sollten ein Stück weit Orte sein, an denen, also zumindest das Haus und der Wald sollten Orte sein, an denen Michael sich fremd fühlt. Und gleichzeitig sollte es ein Ort sein, der uns irgendwie an den Tagebau erinnert. Und dieser Bungalow fand ich so toll, weil der in den Farben, sowohl innen als auch außen mit diesen gelben Backsteinen, eine gewisse Ähnlichkeit hatte auch zum Tagebau. Also und gleichzeitig dadurch wie so ein Gefängnis gewirkt hat. Ähnlich war es auch mit den Landschaften, die Miri da malt. Es gibt diese Bilder, die sie malt, Rakeltechnik, die vielleicht kennt der ein oder andere diese Technik von den Gerd Richter Bildern, wo sie auch ein Stück weit mit Farben arbeitet, wie sie auch im Tagebau aufzufinden werden. Also all das sind Dinge, über die wir versucht haben, diese Figur, der einfach mehr Charakter zu geben und die zu füllen. Ja. Danke. Ja, ich komme auch zu dir nach vorne. Ja, vielen Dank für den Film. Ich finde es so erfrischend, so einen Film im Kino zu sehen. Das ist echt nicht, was man normalerweise sieht. Und meine Frage ist eher zu Ihrem Werdegang. Wie kann ein junger Mensch von heute so einen Film machen und nicht eine Netflix-Produktion? Also was ist bei Ihnen? Haben Ihre Eltern Ihnen RSC-Filme gezeigt oder was ist, haben Sie darüber 3 Jahre nachgedacht oder wie ist das möglich? Und dann habe ich noch 2 Tipps für tänzende Männer in Film, ein Stück vom Kuchen aktuell im Kino und Titan, wenn die Feuerwehrleute tanzen in Titan, fand ich es großartig. Ja, ich habe auch beide Filme gesehen und es freut mich total, dass sie Ihnen einfallen, weil ich sie beide auch großartig finde, die Filme und auch, ja, genau, also danke dafür. Ja, warum habe ich diesen Film gemacht? Also meine Eltern haben überhaupt nichts mit Film zu tun, gar nicht. Meine Mutter ist Krankenschwester, mein Papa hat im Büro gearbeitet, also ganz gar nichts damit zu tun gehabt. Von daher, genau, gibt es diese einfache Antwort nicht, aber es Interesse an Filmen gibt es auf jeden Fall schon total lange und wahrscheinlich hat es mich genervt, dass meine Geschwister immer besser Filme verstanden haben als ich und irgendwann wollte ich, weil ich der Jüngste bin, mal was besser verstehen und habe mich dann sehr hereingefuchst und ich glaube, dieses Interesse, Geschichten auf so eine Art zu erzählen, also ich beschäftige mich einfach viel mit dem eigenen Blick und ich glaube, dass die Geschichten so oder dass dieser Film, so wie Sie ihn jetzt gesehen haben, wirklich meinem Blick entspricht und ich sehe darin auch ganz viel, was mit mir zu tun hat, was eine gewisse Ruhe angeht oder vielleicht auch eine Entschiedenheit angeht. Und so, glaube ich, entstehen diese Filme und ich versuche dem, so gut es geht, mit viel Ausdauer nachzugehen. Das ist nicht leicht, weil so Kinofilme dauern natürlich lange, die so zu finanzieren.
Und es sind vielleicht auch nicht unbedingt die Filme, die jetzt jeder Redakteur, jede Redakteurin unbedingt machen möchte, weil sie eben sich vielleicht was trauen und was anders machen. Aber das ist so die Antwort darauf. Wir sind vorhin durch die Sonderausstellung gegangen, die wir jetzt seit kurzem hier haben. Die heißt Neue Stimmen und behandelt das deutsche Kino seit 2000. Und ich würde dich da definitiv mit voll und ganz zuzählen als eine dieser starken neuen Stimmen. Du hast auch vorhin mir erzählt, du siehst dich auch komplett als Autorenfilmer, dem neuen deutschen Heimatfilm einer Strömung vielleicht angehörig. Gibt es da so andere, wo du sagst, ja, die findest du auch interessant, oder bist du eher aus deiner Sicht ein Solitär? Nee, es gibt ganz viele tolle Filmschaffende, die gerade Filme machen, und oft denke ich sogar, ach, eigentlich müsste ich auch noch Filme produzieren, weil ich manchmal Filme sehe, wo ich denke, boah, wie schön wäre das daran, irgendwie beteiligt zu werden. Mit den meisten ist man dann natürlich auch befreundet und kriegt deswegen diese Filme noch viel mehr mit. Aber ich habe im Moment überhaupt nicht das Gefühl, dass man irgendwie alleine ist, und ich finde es, obwohl es natürlich immer noch sehr schwierig ist, seine Filme zu finanzieren, gibt es eine große Solidarität unter den Filmschaffenden. Es gibt ja jetzt auch ab nächsten Jahr ein neues Filmfördergesetz, wo viele versuchen, an einem Strang zu ziehen, und genau, von daher blicke ich irgendwie trotzdem hoffnungsvoll in die Zukunft. Filme machen war schon immer schwierig, also seitdem ich es mache auf jeden Fall, und noch nie wollte jemand unbedingt die eigenen Geschichten haben. Das zieht sich auch bei allen, die ich kenne, durch, dass die persönlichen Geschichten einfach am schwierigsten umzusetzen sind. Gleichzeitig sind es oft die Filme, die dann vom Publikum sehr dankbar aufgenommen werden, und deswegen, genau, arbeiten wir ja auch alle gerne weiter daran. Du bist im Bundesverband Regie, sogar im Vorstand. Genau, jetzt seit Anfang des Jahres bin ich auch da aktiv, und das ist natürlich auch ein Schritt in diese Richtung, dass ich denke, es ist wichtig, sich irgendwie zu vernetzen, zusammenzuarbeiten und gemeinsam zu überlegen, was wir brauchen, um bessere Filme zu machen, um mehr Filme zu machen, um uns mehr ausprobieren zu dürfen. Ich gucke noch einmal in die Runde. Ansonsten muss ich natürlich mit der Gretchenfrage schließen. Diese Reihe trägt eine Frage im Titel. Was tut sich denn im deutschen Film aus deiner Sicht? Gibt es vielleicht auch Wünsche, wo sich Sinn entwickeln könnte? Wie würdest du diese Frage beantworten? Was tut sich? Was tut sich im deutschen Film? Ja, das fällt mir tatsächlich, ja, das ist wirklich eine Gretchenfrage. Ich glaube, weil, und damit steht es ja auch so ein bisschen für die Zeit, es gibt so viele unterschiedliche Positionen und so viele Riesenthemen gerade, dass es Gott sei Dank, und das finde ich auch ganz gut, gar nicht so sehr so die eine Strömung gibt, die man irgendwie braucht, sondern ich glaube, es ist im Grunde genommen eine große gemeinsame Kampf generell fürs Kino und für die Notwendigkeit von Geschichten. Ich glaube, das ist das, was sich gerade irgendwie tut und warum auch dieses neue Filmfördergesetz so wichtig ist, weil da eine Generation von jungen Filmschaffenden ist, die gemeinsam für das Kino sich einsetzt und fürs Filme machen. Also wir danken dir sehr. Bevor wir dich verabschieden, natürlich noch der kurze Werbeblock. Es geht im nächsten Monat weiter. Am 17. September wird Nadja Brunkhorst zu Gast sein. Sie kennen sie vielleicht noch. Sie hat die Christiane F. seinerzeit gespielt als Teenagerin. Jetzt hat sie ihre zweite Regiearbeit gemacht. 2:1. Ein großer Film über ein paar clevere Diebe, die zur Wende die alten Ostmark-Reserven finden und nutzen zu ihren Zwecken. Eine wundervolle Ensemble-Komödie mit Sandra Hüller, Peter Kurz, Max Riemelt, vielen anderen tollen Menschen. Sie wird da sein. 17.09., da freuen wir uns sehr drauf. Uli wird dann auch wieder das Gespräch führen. Aber jetzt erstmal ein Riesenapplaus. Henning Beckhoff mit Fossil. Vielen herzlichen Dank. Ja, danke fürs Kommen. Und Ulrich fürs Gespräch. Dankeschön. Kommen Sie gut nach Hause.